Ja. Also, falls Sie bei uns ein Handelskonto aufmachen würden, dann bekommen Sie von unserer Seite Account Manager, der ist für Sie zuständig, und dann können Sie sich Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr wenden. Der begleitet Sie vom Kauf bis zum Verkauf. Der kann alles für Sie machen. Sie sollen sich ja bloß in Ihrem Handelskonto einloggen und die Gewinne folgen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Ja, das haben Sie gut vorgelesen. Und den Code? Dennis, Sie haben nicht viel Zeit, also eine Minute. Das wird nicht wieder abgelaufen. Ja, ich aktualisiere hier schon die ganze Zeit. Ja? Genau. Sie können nur einfach unsere Mitarbeiter forschen, aber mich nicht. Ja, aber wir werden uns bestimmt die nächsten Tage noch öfters hören. Plattform, ne? Ja, aber mich sonst nicht mehr, wegen ich kenne Ihre Stimme schon. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein etwas längeres Video von der Trading-Abzocke, wo ich mit drei verschiedenen Mitarbeitern in der ganzen Stunde telefoniere und der letzte Mitarbeiter auch der Meinung ist, dass er mich bereits erkannt hat. Aber hört selbst rein. Viel Spaß! Hallo! Ja? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner? Ja, vom Apparat. Jawohl, vom Apparat melde ich mich von MX3. Darf ich Ihnen ganz kurz erklären, worum genau geht? Von wem rufen Sie an? Melde ich mich von MX3. Okay, aber bei Ihnen ist so laut im Hintergrund, man versteht kaum was. Ich verstehe Sie nicht. Ja, das ist ja das Problem, ich höre Sie kaum. Bei Ihnen ist irgendwas so sehr laut im Hintergrund. Ja? Ja. Tja, geht ja schon richtig gut los, dass sie das auch lustig findet, dass man sie kaum versteht. Naja, intelligent ist sie auf jeden Fall weniger. Deswegen werde ich auch in dem Gespräch schon nach kurzer Zeit an die nächste Mitarbeiterin weitergereicht. So, jetzt darf ich Ihnen ganz kurz erklären, warum es genau geht. Ja, dann erklären Sie mal. Also, MX3 ist eine Online-Handelsplattform. Wir handeln mit verschiedenen Handelsinstrumenten. Mhm. Wie zum Beispiel Forex-Markt, Cedis-Markt, da findet man alle Aktien und Kryptowährungen. Ja. Also, falls Sie bei uns ein Handelskonto aufmachen würden, dann bekommen Sie von unserer Seite Account Manager, der ist für Sie zuständig, und dann können Sie sich Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr wenden. Der begleitet Sie vom Kauf bis zum Verkauf. Der kann alles für Sie machen. Sie sollen sich ja bloß in Ihrem Handelskonto einloggen und die Gewinne folgen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Ja, das haben Sie gut vorgelesen. Ja? Mhm. Nein, ich habe nicht gelesen. Nicht? Hat sich abgelesen, angehört. Ja, aber also haben Sie Interesse, um auf ein Konto? Ja, na klar. Aber es wäre schön, wenn Sie im Hintergrund die Musik ausmachen könnten. Weil das ist störend, finde ich. Nein, die stört mir nicht. Ja, aber die Musik stört mich. Ach so. Dann Entschuldigung. Ja, können Sie die bitte ausmachen? Ja? Haben Sie Interesse, ein Konto zu machen? Ja, na klar habe ich Interesse, ein Konto zu machen. Aber es wäre schön, wenn Sie dann im Hintergrund die Musik ausmachen könnten. Ja, einen Moment bitte. Ja. Eieiei, da haben wir es wirklich mit einer Intelligenzbestie zu tun. Und anstatt die Musik auszumachen, hat sich jetzt wohl Ihr Mikrofon irgendwie ausgemacht. Einen Moment bitte. Ja. Ich habe nicht verstanden, erst was ist seine Problem, aber jetzt ist verstanden. Ja, können Sie denn die Musik ausmachen? Ich glaube, Sie hören mir gut. Ja, ich höre Sie, aber ich höre auch die Musik im Hintergrund und das ist irgendwie nicht seriös. Wie sehe ich eine Firma so funktioniert? Ich habe Lautsprecher bei mir und das ist so.
Ja gut, aber keine seriöse Firma hat Musik im Hintergrund an. Okay, haben Sie Interesse, ein Konto zu machen? Ja, wie gesagt, ich habe natürlich Interesse, aber es wäre schön, wenn Sie im Hintergrund die Musik abschalten könnten. Okay, warten Sie. Ja. Aber ich kann nicht zumachen, die Musik. Naja, aber das ist ja nicht gerade seriös. Jetzt sein Problem ist die Musik, oder was? Ja, natürlich ist die Musik im Hintergrund ein Problem. Das machen nur Betrügerfirmen im Hintergrund, dass Musik läuft. Keine seriöse Firma lässt Musik im Hintergrund spielen. Das machen ausschließlich nur Betrugsfirmen. Okay, jetzt ist gut. Nee, ich höre die Musik immer noch. Vielleicht verbinden Sie mich einfach mal mit jemandem, der weiter weg sitzt von der Musik. Lassen Sie die Musik. Ich habe Lautsprecher. Ja, dann machen wir den Lautsprecher aus. Dann nehmen Sie Ihr Headset und dann ist gut. Hören Sie mir jetzt? Ja, ich höre Sie, aber ich höre eben auch die Musik. Und die Musik stört. Das ist unseriös mit der Musik im Hintergrund. Wie alt sind Sie, Herr Steiner? Ich bin 29, aber ich wüsste nicht, was das mit Seriosität jetzt zu tun hat. Sie sprechen mit mir, oder? Ich spreche mit Ihnen, ja. Können Sie jetzt die Musik ausmachen oder nicht? Nein, nicht. Ich kann nicht. Ja, und warum nicht? Einfach so. Ja, aber das ist doch unseriös mit Musik im Hintergrund. Keine seriöse Firma hat Musik im Hintergrund laufen. Ja, gibt so viel Firma in New York, das gibt's Musik hinter. Ja, aber das ist ja nicht seriös. Das ist ja egal in welchem Land. Das macht ja trotzdem keiner. Okay, jetzt, wenn der das ist nicht unser Thema. Haben Sie Interesse zum Öffnen einer Konto oder was ist das? Ja, wie gesagt, ich habe großes Interesse, aber nur, wenn ich keine Musik im Hintergrund beim Telefongespräch habe. Das ist unseriös und da kann ich mich nicht konzentrieren. Es geht ja hier schließlich um viel Geld. Ich bin so in Firma. In Firma gibt es diese. Verstehen Sie? Ja, wie gesagt, dann entweder machen Sie die Musik aus oder Sie verbinden mich mit jemandem aus einem anderen Raum, wo keine Musik läuft. Ich kann nicht stoppieren die Musik. Ja, aber Sie können ja sagen, dass die ausgemacht wird. Das ist unseriös, wie gesagt. Das machen nur Betrüger. Warte einen Moment. Ja. Jetzt die Musik ist ein bisschen leiser. Nicht wirklich. Das ist exakt genau das gleiche wie vorher. Ich nicht genau gleiche wie vorher. Ja, doch. Also verbinden Sie mich mal mit jemandem, der weiter weg sitzt von der Musikanlage. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Ja, hallo. Ja, am Apparat ist Anna Kowalski. Mhm. Also Sie haben versucht, bei uns ein Konto zu aktivieren, also... Ich bin dabei, Ihnen weiter zu begleiten, das Konto zu aktivieren, Herr Steiner. Das ist sehr schön. Aber es wäre schön, wenn Sie erstmal im Hintergrund die Musik ausmachen könnten. Das ist irgendwie nicht seriös mit Musik im Hintergrund. Wenn wir hier über viel Geld sprechen, dann möchte ich da keine Musik im Hintergrund haben. Sie möchten keine Musik. Okay, das verstehe ich. Aber Herr Steiner, das Problem ist, wenn wir sind hier viele Mitarbeiter hier und wenn wir zum Beispiel jeder telefoniert, dann damit wir nicht uns miteinander zuhören. Deswegen haben wir die Musik, Herr Steiner. Ja, aber das ist ja nicht seriös. Seriöse Firmen haben keine Musik im Hintergrund. Aber wir sind ein großes Unternehmen, deswegen. Wir sind viele Mitarbeiter hier, Herr Steiner. Richtig. Umso größer das Unternehmen, umso seriöser sollte es eigentlich auch sein. Aber mit Musik im Hintergrund ist es nicht seriös. Wir sind schon seriös, aber ich habe das Musik ein bisschen leiser gemacht. Herr Steiner, es ist nicht wie vorher und ich glaube, wir hören uns jetzt besser. Ja, jetzt habe ich auch kaum noch, jetzt höre ich kaum noch was, ja. Und wir verstehen uns besser, Herr Steiner, ja? Ja, das ist richtig. Okay. Wie ich von meiner Kollegin gehört, Sie haben versucht, ein Konto bei uns zu erstellen. Mhm. Also ich bin dabei, Ihnen weiter zu begleiten, das Konto zu aktivieren. Ja, sehr schön. Okay. Was für eine Einzahlungsmethode benutzen Sie, Herr Steiner? Also, wie meinen Sie das jetzt? Mit Banküberweisung oder Kreditkarte? Oder was meinen Sie mit Einzahlungsmethode? Benutzen Sie Kreditkarte oder mit Online-Banking?
Ja, ich habe beides. Beides, okay. Benutzen Sie vielleicht WhatsApp, Herr Steiner? Nee, WhatsApp benutze ich nicht. Das ist mir zu unsicher. Das macht man ja nicht für seriöse Geschäfte. Okay, das ist Ihnen unsicher. Okay, kein Problem. Also, was für eine Kreditkarte haben Sie, Herr Steiner? Ich habe eine Dongswang-Card. Dongsmart-Card? Nee, Dongswang. Das ist so eine chinesische Karte. Eine chinesische Karte? Mhm. Moment, ganz kurz, Moment. Tja, ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, aber ich glaube, also so mindestens 7 Minuten haben sie tatsächlich jetzt mit mir wegen der Musik erstmal schon mal verdödelt. Und ja, beim nächsten Punkt, Dongswang-Karte, ist sie natürlich auch gleich wieder raus und muss dann auch erstmal wieder nachfragen, so wie das aussieht. Aber das Gespräch zieht sich ja noch mindestens weitere 40 Minuten. Ist, Herr Steiner, das ist eine Kreditkarte, ja? Ja, das ist, genau, das ist eine Kreditkarte. Okay, ich werde jetzt Ihnen einen Link per E-Mail senden. Mhm. Ganz Moment. Und wie immer in den ganzen Callcentern, irgendjemand sitzt da noch im Hintergrund. Die Frage ist, dass eine Kreditkarte wurde im Hintergrund von einer männlichen Stimme, die höchstwahrscheinlich zum Ende auch dann zum Einsatz kommt, gestellt. Also das heißt, es hören da mindestens 2 Leute zu und dann ist ja noch die erste Tante, die jetzt irgendwie weg ist und durch die neue quietsche Stimme ausgetauscht wurde. Also wirklich sehr mysteriös, dieses Callcenter. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Wenn ihr mehr über die Dongswang-Card erfahren wollt, dann schaut nach meinem Video gerne nochmal bei dem YouTube-Kanal Callcenter Terrorist vorbei. Ist das Ihre gültige gerold.steiner@mdttfon.de? Gültige E-Mail-Adresse? Ja, genau, das ist meine E-Mail-Adresse. Okay, Moment. Jetzt werde ich nochmal den Link von unserer Website-Stube, da können wir Konto aktivieren, erstmal. Mit welcher Summe wollen Sie anfangen? Ja, ich weiß nicht, was ist denn da sinnvoll? Ich dachte vielleicht so mit 1.000 oder 2.000 Euro. 1.000 oder 2.000 Euro, okay. Das ist Ihre Entscheidung, Herr Steiner. Wenn Sie mit 1.000 oder mit 2.000 in jede investierte Summe, bekommen Sie noch 100% Bonus dazu. Ja, das klingt heißt, super. Wenn Sie mit 1.000 anfangen, bekommen Sie 2.000. Wenn Sie mit 2.000, bekommen Sie 3.000, Herr Steiner. Ja, prima. In Ihrem Handelskonto. Jetzt habe ich Ihnen also den Link per E-Mail gesendet. Können Sie Ihren Posteingang überprüfen, Herr Steiner? Habt ihr bei Ihrer Rechnung aufgepasst? Wenn ich 1.000 Euro einzahle, bekomme ich 2.000 Euro. Wenn ich 2.000 Euro einzahle, dann bekomme ich 3.000 Euro. Zuvor hat sie gesagt, ich bekomme 100% Bonus. Nach meiner Rechnung wären es dann 4.000 Euro, die ich dann bekommen würde. Aber naja, das ist ja sowieso alles fake. Ja, ich guck mal rein. Das dauert ja bei mir manchmal ein bisschen länger. Okay, kein Problem. So. Von Account Manager MX Trade ist das E-Mail. Ja, ist aber noch nichts da bis jetzt. Aber wie gesagt, manchmal dauert es bei mir ein bisschen. Ja, okay, kein Problem. Wir überprüfen Ihren Spam. Vielleicht dort. Guck ich auch gleich nochmal rein. Sagen Sie mir mal nochmal die Internetadresse von Ihrer Firma. MX Trade. Wie schreibt man das? A, M, X oder? Nein, ein E wie Emil. Ja. M wie Martha. Ja. Ein E wie Emil. Ja. Ein X. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Ja. I wie Ina. Also A, I, ja. Ja, I und ein D wie Dora. Ja. MX-Trade. Ja. Und dann .com oder? .io. .io, okay. Ja. Und das habe ich nicht gefunden, dann habe ich bestimmt noch irgendwas falsch. Ich wiederhole nochmal, ein E, ein M, ein E, ein X, ein T, ein R, ein A, ein I, ein D. Ah, nein, nach A kommt ein D? Ah, nach A kommt ein D, Ein D. Und ein E. Und ein E. Achso, ja, genau. Und noch ein R. MX
Trader. Ich probiere mal kurz, ob ich jetzt richtig habe. Nee, habe ich immer noch nicht, aber ich kann es ja mal googeln. Vielleicht sagt mir Google das. Ja, bei Google natürlich könnt ihr das. Ne, finde ich so auch noch nichts. Dann mal nochmal, bitte. Also, ein E wie Emil. Ja. Ein M wie Martha. Ja. Hab ich? Ein E wie Emil. Ja. Ein X. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. Und ein R wie Richard. Ja, und dann Punkt I.O., ja? Punkt I.O., ja. Ich guck mal nochmal. Okay. So, ja, genau, jetzt habe ich es hier. Genau, das ist so eine Seite mit roter Farbe. Ja, mit deinem Auto. Ja, genau. Ja, das ist unsere Plattform. Steiner, das ist unsere Plattform. Ja, und soll ich da drauf das Geld einzahlen, oder? Bei unserer Plattform? Ja. Ich habe Ihnen den Link gesendet. Können Sie das dann... Ach so. Ich guck noch mal, warten Sie. Wie gesagt, das dauert bei mir manchmal ein bisschen. Ja, das haben wir ja auch schon in den letzten Videos ein bisschen behandelt. Mittlerweile fahren die Betrüger eine ganz neue Masche, und zwar indem man das Geld nicht mehr auf deren Plattform einzahlt, sondern einfach bei Bitcoin-Wallets oder irgendwelchen Krypto-Wallets, und da ist das Geld dann noch schneller weg als auf deren Webseite. Also da kann man es auch nicht mal mehr irgendwie noch zurückholen, auch nicht mit einer Kreditkarte, weil letztendlich ich zahle auf einen Krypto-Wallet ein, und wenn ich das Geld einzahle, ist es weg. Also es ist nicht mehr nachvollziehbar und man kann es auch nicht mehr zurückholen. Okay. Das ist hier irgendwie so ein ultra langsames Postfach. Das ist aber auch schon aus der Steinzeit. So, also ich habe jetzt schon ein paar neue E-Mails bekommen, aber ich glaube, da sind Sie nicht mit dabei. Hier ist was von Ava Trade. Account Manager, MX Trade. Nee, das habe ich noch nicht. Ich habe hier Ava Trade gerade was bekommen. Nein, das ist nicht unsere Seite. Moment, ich versuche nochmal zu senden, Herr Steiner. Ich melde mich auch nochmal neu an, denn vielleicht liegt es ja daran irgendwie. Wie meinen Sie bei anderen? Hätte ja sein können, dass hier irgendwas gerade hängt. Ja genau, jetzt geht's. Sonst, ich habe hier was von Account Manager und einen Link nach MoonPay. Ja, da sind Sie richtig. Also, öffnen Sie den Link. Ja, was ist das für eine Seite? Das ist unsere Wechselstube, Herr Steiner. Also, Sie können hier über unsere Wechselstube Ihre Konto aktivieren. Ja. Ja, also hier muss man nochmal ganz klar sagen, MoonPay ist hier nicht der Betrüger, sondern MoonPay ist nichts anderes als, wie die Dame schon sagt, eine Wechselstube und ein ganz komplett externes Unternehmen. Das bedeutet, dass MoonPay für den Betrug auch überhaupt nichts kann. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, also das ist auch erst jetzt aufgetreten, dass MoonPay mittlerweile selbst auch schon davor warnt, dass man das Geld nicht auf ein unbekanntes Wallet einzahlen soll und man sich über die Identität der Gegenperson eben auch sicher sein soll, wer das ist. Und da wird schon wirklich mit einer dicken, fetten, roten Schrift mittlerweile davor gewarnt. Das war am Anfang, als die Betrüger mit MoonPay angefangen haben, also vor ein paar Tagen, tatsächlich noch nicht so. Und MoonPay scheint wirklich sehr, sehr seriös zu sein, weil die haben da jetzt schon selbst gegen reagiert und warnen jetzt mittlerweile auch schon davor, wenn man dabei einzahlt. Aber die Betrüger überspielen das Ganze auch und sagen, ja, das, uns können sie ja vertrauen. Ne? Also die finden einfach trotzdem wieder Menschen, die da ihr Geld einzahlen werden. Aber das,
Mache ich das nicht normalerweise auf Ihrer Webseite? Natürlich können Sie das auch in unserer Webseite, aber momentan unsere Webseite macht Update. Und deswegen habe ich Ihnen die unsere Wechselstube gesendet. Aha, okay. Deswegen. Ja, und dann zahle ich hier bei Ihnen über die Seite das Geld ein. Ja, Sie zahlen jetzt das Geld hier ein. Aha. Und Sie bekommen eine Bestätigung per SMS. Ja. Und danach, wenn das am Ende fertig ist, senden Sie mir eine Bestätigung per E-Mail. Ja. Wenn wir das Konto aktiviert haben, vereinbaren wir einen Termin mit dem Account Manager. Der Account Manager wird Ihnen also, Sie werden entscheiden, mit was Sie handeln wollen. Allein oder mit einem Roboter. Das ist Ihre Entscheidung. Ja, und da ich jetzt hier scheinbar unangenehme Fragen gestellt habe, fängt die Dame ganz schnell an, ganz viel von anderen Dingen zu erzählen und wechselt sofort auch das Thema in eine ganz andere Richtung, so dass ich gar nicht mehr über meine eigene Frage nachdenke. Das ist natürlich auch eine altbekannte Taktik, die zum Beispiel auch gern von diesen Zeitschriftenbetrügern verwendet wird. Ganz schnell das Thema wechseln und eben halt einfach ablenken. Oder mit einem Account Manager. Ja, was ist denn da besser? Ich würde sagen, mit einem Account Manager. Der wird Ihnen in weitere Schritte also weiter begleiten, von Kauf bis Verkauf. Ja, okay, dann machen wir das so. Okay, machen wir so. Jetzt, was sehen Sie jetzt hier im Homepage? Können Sie mir sagen? Hier steht Bitcoin kaufen und Bitcoin verkaufen und, ja. Ja, okay. Sehen Sie, wo steht Bitcoin? Ja. Bitcoin steht und Betrag. Ja. Also bei BTC stellen Sie Bitcoin. Ja. Und bei Betrag Ihrer Summe, mit wie viel Sie anfangen? Ja, dann würde ich hier 2.000 nehmen. Okay, nehmen Sie 2.000 und stellen Sie die Währung in Euro, bitte. Ja, habe ich in Euro. Und das BTC bei Bitcoin, ja? Oben. Ja, genau. Hm. Okay, gehen Sie fortfahren? Ja. Und jetzt werde ich Ihnen also per E-Mail die Wallet-Adresse senden und jetzt kommt Wallet-Adresse eingeben, sehen Sie? Ja, genau, ja. Hm. Jetzt werde ich per E-Mail das Wallet-Adresse senden. Moment, bitte. Ja. Herr Steiner? Ja. Es dauert ein bisschen. Ja. Ich gebe ihm Bescheid. Hm. Herr Steiner, ich entschuldige mich für die Wartung. Mhm. Vorbereite. Die Wallet hat das. Moment. Jetzt ruft hier noch jemand an. Kleinen Moment. Ja, okay. Haben Sie schon geschickt? Ja. Hier. Warten Sie, ich schau mal nach. Herr Steiner, gehen Sie bei der Seite MX. Können Sie noch mal dort reingehen? Wann? Bei MoonPay meinen Sie? Nein, gehen Sie wieder zurück bei unserer Plattform MX. Ach so, ja, warten Sie. Hier, ja. Hier ruft gerade wieder jemand an. Warten Sie mal ganz kurz. Okay. Ja, hallo? Ja, könnten Sie mich in einer Stunde mal noch mal anrufen? Ich habe gerade jemanden auf der anderen Leitung. Ja, sehr super, aber rufen Sie mal bitte noch mal in einer Stunde ungefähr an. Ja, gerne. Hier habe ich gerade mal den nächsten Scam-Anruf klar gemacht, dass ich dann auch pünktlich nach dem Gespräch hier gleich wieder angerufen werde. Bis später. So, jetzt bin ich wieder da. Mensch, hier klingelt aber heute oft das Telefon. So, ja. Ich bin wieder auf Ihrer Seite. Also, jetzt gehen Sie bei unserer Plattform MX. Ja. Dort. Öffnen Sie die Seite. Habe ich auf, ja. Hm. Okay. Was sehen Sie jetzt? Na, wieder das rote Auto. Das rote Auto. Gehen Sie bei Ding in? Also, ich habe die auf Deutsch. Auf Deutsch, okay. Gibt dort E-Mail-Adresse und Passwort? Also, Sie meinen, ich soll mich jetzt anmelden?
Ja. Ja, die Daten weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Also die E-Mail-Adresse sicherlich schon. Okay. Den Passwort, falls Sie nicht Sie auf Ihrem Passwort erinnern, gebe ich Ihnen ein automatisches Passwort, okay? Ja, Moment. Das wäre ganz nett. Ja, mache ich. Passwort lautet ABC123. Alles kleingeschrieben? Ja. ABC kleingeschrieben, 123. Ah ja, genau, jetzt bin ich eingeloggt. Hm? Okay. Was sehen Sie jetzt? Jetzt ist das hier alles auf Englisch. Kann man das, also warten Sie mal, da oben kann man das nochmal umstellen? Ja, ja, können Sie die Sprache auf Deutsch auch ändern. Mhm, jetzt sehe ich hier was mit Einzahlung. Das kommt hier gleich als erstes. Einzahlung auf Ihr Handelskonto. Ja, also gehen Sie bei Finanzen? Ja, ja, genau, da bin ich automatisch drauf. Okay, klicken Sie bei Betrag 2000. Da muss ich das hier selber eingeben. Also wo am Mond steht Euro 2000, geben Sie das ein. Ja, genau. Hm? Okay, und gehen Sie bei Deposit. So, und jetzt habe ich ja BTC und irgendwas mit Cryptocurrencies oder irgendwie sowas. Ja, BTC, Kreditkarte und Cryptocurrencies. Klicken Sie bei BTC. Warten Sie mal einen ganz kleinen Moment, es klingelt schon wieder. Okay. Ja, hallo? Mhm. Ja, ganz kleinen Moment. Könnten Sie mich bitte nochmal in 2 Stunden anrufen? Ich habe gerade noch ein Gespräch auf einer anderen Leitung. Jo, danke. So, Mensch, das ist aber auch stressig heute. So, ja. Auf was muss ich jetzt klicken? Auf Bitcoin oder auf... Ja, auf BTC, auf Bitcoin. Klicken Sie dort. Jetzt kriege ich hier so einen QR-Code. Ja, das ist also die Wallet-Adresse. Sehen Sie? Ach so, ja. 3HRR5AYIUG ja. Und so weiter, hm? Ja, also kopieren Sie das und geben Sie ein bei MoonPay Wallet-Adresse. Und das ist jetzt hier meine Wallet-Adresse von dem Konto? Ja, genau. Mhm, okay. So, dann... Jetzt muss ich die Seite MoonPay erstmal nochmal suchen. Ah, genau, da ist er. So, dann gebe ich da die Adresse ein, ja? Ja. So, das Ganze habe ich jetzt natürlich nochmal überprüft und geschaut, ob das wirklich meine Wallet-Adresse ist, indem ich einfach nochmal ein Konto bei dieser Firma angemeldet habe. Und also mit komplett anderen Daten natürlich und einer anderen Telefonnummer, komplett neue Identität. Und siehe da, es war exakt die gleiche Wallet-Adresse. Und die Dame wollte mir sagen, dass es meine Wallet-Adresse ist. Ist also wieder der beste Beweis dafür, dass man hier komplett einfach nur verarscht wird. Aber jetzt steht hier, leider hast du für diese Transaktion eine ungültige Wallet-Adresse eingegeben. Die funktioniert scheinbar nicht. Wenn Sie das kopieren, wenn Sie das bei MoonPay angeben, das wird funktionieren. Ah, warten Sie, da war ein Leerzeichen davor, jetzt geht's. Ja, deswegen müssen Sie ja alles gut eingeben. Hm. So, dann habe ich das, warten Sie. Ich habe aber auch viele Seiten jetzt mittlerweile auf. Bei Wallet-Adresse eingeben, kopieren Sie das, geben Sie ein. So, machen Sie das in Ruhe. Dann gehe ich auf Weiter, ja? Ja, dann gehen Sie fortfahren. So, jetzt gib eine E-Mail-Adresse ein, um MoonPay-Konto zu erstellen. Bist du bereit? Ja, genau. Ja, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Mhm, dann gebe ich die mal ein. So, jetzt steht hier, dass ich so einen Code per E-Mail bekomme und den eingeben soll, ja? Ja, so. Dann genau. Müssen wir da mal gucken. Das dauert ja bei mir ja mit der E-Mail immer wieder ein bisschen. Kein Problem, ich bin in der Leitung. Machen Super. Sie das, nehmen Sie sich Zeit. Er ist noch nicht da bis jetzt. Haben Sie, ist das Code schon gekommen, Payman? Nee, ist noch nicht da. Aber wie gesagt, das dauert ja bei mir hier immer so ein bisschen. Okay, warten wir. Mhm.
So, jetzt haben wir im Hintergrund wieder jemanden gehört, der irgendwas mit diesem Code vorgeplappert hat. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dadurch, dass das ja eine komplett neue Masche ist, dass die Mitarbeiter alle noch irgendwie in der Schulung stecken und man denen das deswegen alles vorsagt, was sie da eben zu tun haben. Weil klar, man kennt sich ja damit natürlich erstmal noch nicht aus. Herr Steiner, geben Sie mir Bescheid, wenn Sie das Code bekommen haben. Ja, ich sage Ihnen Bescheid, es ist noch nichts da. Okay. Ja, das ist ja alles schon so ein bisschen älter. Sie haben vielleicht viele E-Mails, oder? Ja, erstmal das und das Postfach, das habe ich ja schon über 10 Jahre. Da habe ich auch noch nie was dran gemacht. Das ist schon, wie gesagt, aus der Steinzeit. Aber ich glaube, wenn man etwas da löst, dann kommt das Neue sofort. Naja, es dauert. Also der Server, der ruft das nicht so schnell ab. Aha, okay. Das ist alles, wie gesagt, noch sehr alt. Okay, keine Sorgen, ich warte. Ist aber auch ärgerlich, dass das alles so lange dauert. Herr Steiner, inzwischen arbeiten Sie. Wie meinen Sie? Arbeiten Sie, was arbeiten Sie? Ich mache Bürotätigkeiten für ein großes Unternehmen. Na, super, super. Haben Sie vielleicht etwas vom UMP bekommen? Nee, bis jetzt noch nicht. Noch nicht, okay. Also es muss ein Code mit 6 Ziffern kommen. Ja, manchmal dauert das hier wirklich sehr lange. Das bin ich schon gewohnt. Ja? Okay. Ja. Aber ich brauche das auch mit der E-Mail nicht so oft. Ach so. Okay, keine Sorgen, wir warten. Haben Sie früher Erfahrung, Herr Steiner, in diesem Bereich? Nee, bis jetzt noch gar nicht. Noch nicht, okay. Deswegen bekommen Sie den Account Manager, der wird Ihnen also in weitere Schritte weiter begleiten. Dauert aber schon sehr lange jetzt, also bis jetzt ist noch nichts gekommen. Noch nicht? Mhm. Haben Sie Ihre aktuelle E-Mail-Adresse eingegeben, Herr Steiner? Ja, ich habe nur die. Gerold.steiner@. Genau. Okay. Eine andere E-Mail-Adresse habe ich nicht. Nein. Kein Problem. Herr Steiner? Ja? Versuchen Sie es doch mal einen Schritt zurückzugehen und geben Sie wieder Ihre E-Mail-Adresse ein. Vielleicht kommt. Also nochmal neu machen. Ja. Gehen Sie einen Schritt zurück bei der E-Mail-Adresse und geben Sie wieder Ihre E-Mail-Adresse. Warten Sie, das mache ich mal. Okay. So. Ah ja, jetzt habe ich einen Code bekommen. Ja, super. Also. So, den Code. Den muss ich mal rüber kopieren. Okay. Jetzt steht hier, der von dir eingegebene Code ist leider abgelaufen. Dann hat es wahrscheinlich zu lange gedauert. Ja, es hat das lange gedauert, deswegen. Dann mache ich das nochmal, warten Sie. Schön, dass es ihr wieder jemand vorgesagt hat mit dem Ja. Das hat man ja mal wieder eindeutig im Hintergrund gehört. Also die Tante wird wahrscheinlich wirklich die ganze Zeit von irgendjemandem beobachtet und ja, dass sie halt möglichst sicher an ihr Geld kommt. Okay, machen wir das langsam. Hoffentlich kommt der nächste Code ein bisschen schneller. Ja, schneller, denn Sie haben 1 Minute Zeit. Jetzt wird es ein bisschen aufdringlich. Ich hätte angeblich nur 1 Minute Zeit. In der E-Mail, die man von MoonPay bekommt, steht, der Code ist 10 Minuten verfügbar. Haben Sie die E-Mail-Adresse eingegeben, Herr Steiner? Ja, ich habe das gerade nochmal abgeschickt alles. Okay. Und jetzt gehen Sie bei Ihrer Posteingang? Hört mal nochmal ganz genau hin. Ich habe euch nochmal einen kleinen Loop zusammengestellt. Und jetzt gehen Sie bei Ihrer Posteingang. Und jetzt gehen Sie bei Ihrer Posteingang.
Und jetzt gehen Sie bei Ihrer Posteingang. Irgendwie habe ich hier das Gefühl, dass ihr das gesamte Gespräch irgendwie vorgesagt wird. Und den Code? Dennis, Sie haben nicht viel Zeit, also eine Minute. Das wird nicht wieder abgelaufen. Ja, ich aktualisiere hier schon die ganze Zeit. Okay. Das Problem ist, dass das bei mir meistens ein bisschen länger dauert als eine Minute, bis die E-Mails ankommen. Das ist der Problem, ja. Kann man das Geld nicht irgendwie anders bei Ihnen einfallen, wenn es so nicht geht? Ja, es gibt noch eine Möglichkeit, Herr Steiner, aber ich brauche die 6-stellige Nummer von Ihrer Kreditkarte. Wenn Sie mir das erlauben, ja. Ja, von der Dongshuang-Card? Ja, von Ihrer Kreditkarte. Ja, von... Diese 6-stellige Nummer brauche ich. Die Gültigkeit und die CVV-Nummer von der Rückseite. Genau, kann ich Ihnen geben. Okay. Soll ich Ihnen die Nummer sagen? Ja, bitte. Das ist dann die 62011 Fängt Kreditkarte mit 4 oder mit 5 Nummer? Die fängt mit einer 6 an. Das ist, wie gesagt, das ist eine Dongshuang-Card. Also ich weiß, ich wiederhole mich, aber sie kriegt die ganze Zeit alles von jemandem im Hintergrund angewiesen. Und es ist auch eine Frauenstimme. Die fängt immer mit einer 6 an. Moment, bitte. Das ist ein... Also es ist auch nicht erlaubt, dass da jetzt einfach jemand die ganze Zeit im Gespräch zuhört, ne? Also nur mal so am Rande bei erwähnt. Ich meine, gut, ihr hört jetzt hier auch zu, aber streng genommen ist das nicht erlaubt. Ich hätte darauf hingewiesen werden müssen, dass die ganze Zeit hier bei diesem kompletten Gespräch irgendjemand mir zuhört. Herr Steiner? Ja? Versuchen Sie wieder besser mit dem MoonPay. Okay. Guck mal nochmal, ob da gibt es mehr Sicherheit. Ich guck mal, ob ich die E-Mail inzwischen schon bekommen habe. Okay. Nee, die ist aber auch wieder noch nicht da. Moment, jetzt habe ich eine andere E-Mail. Ah nee, das ist irgendwas anderes hier. Haben Sie keine deutsche Kreditkarte? Visa, Master? Eine Visa-Karte habe ich auch, ja. Haben Sie eine Visa? Ja, habe ich auch da. Dann können wir, wenn Sie Visa haben, damit diese Schwankkarte funktioniert nicht bei uns. Mit Visa-Karte können Sie mir die 16-stellige Nummer geben und ich kann Ihnen von unserer Seite das Konto aktivieren. Also genau genommen soll ich ihr meine Kreditkartendaten geben und sie benutzt dann meine Kreditkartendaten bei einem dritten Unternehmen. Okay. Okay, dann machen wir das so. Dann gebe ich Ihnen die Nummer. Okay, nur langsam bitte, okay? Mann, ich suche die mal raus. Ach so. Herr Steiner? Ja? Ich brauche noch ein Foto von Ihrem Ausweis, die Vorderseite und die Rückseite. Wie meinen Sie das? Also, ein Foto von Ihrem Ausweis, die Vorderseite und die Rückseite und eine Rechnung von, kann sein von Lieferung, Strom, Wasser, aber es muss nicht alles 3 Monate sein. Und ich vermute auch, ich habe rausgefunden, warum die von mir einen Screenshot vom Personalausweis und noch eine Rechnung brauchen. Weil wenn ich nicht ich wäre, dann würde natürlich derjenige, von dem ich vielleicht die Kreditkarte benutze, eine Anzeige erstatten. Und dann hätte das Unternehmen noch ein viel größeres Problem. Und das wird der Hauptgrund sein, warum die von einem die Kreditkartendaten mit einem Personalausweis und einer Rechnung abgleichen wollen, um eben sicherzustellen, dass ich die Kreditkarte nicht geklaut habe. Natürlich kann auch noch ein bisschen Identitätenbetrug nachher noch mit dabei sein. Man weiß es ja nicht, man kennt die komischen ausländischen Callcenter nicht. Aber das könnte zumindest so ein erklärbarer Grund sein, warum die von einem eben diese Kopien haben wollen. Na, wenn die mit meinen Daten jetzt arbeiten, wenn ich mich jetzt bei MoonPay selbst anmelde, ja, dann mache ich das halt selbst und habe auch selbst das volle Risiko.
machen die das aber für mich. Dann geht das über deren IP und dann, wenn da eine Anzeige erstattet wird, dann, ja, dann haben die quasi eine fremde Kreditkarte benutzt. Und so sind sie aus der Sache fein raus. Also dumm sind die Callcenter scheinbar nicht, auch wenn es am Telefon oftmals anders wirkt. Aber die schlauen Köpfe, wir wissen es ja auch hier in Deutschland, sitzen definitiv nicht selbst am Telefon. Okay, und wo? Können Sie mir das, wo laden? Sie mir das, ja, per E-Mail senden? Also, ich brauche, um Ihre Konto zu verifizieren. Nee, per E-Mail schickt man ja sowas nicht. Aber ich weiß nicht. Haben Sie keine App wie, Postident oder so? Moment, bitte. Ja. Herr Steiner? Ja? Können Sie mir bitte per E-Mail senden? Na, haben Sie denn keine Postident-App oder irgendwie sowas? Oder bei Ihnen auf der Webseite, wo ich das hochladen kann? Ja, bei der Webseite, ja. Da sind Sie richtig. Da können Sie Ihren Ausweis und die Rechnung bei der Webseite hochladen. Ja, da können Sie auch das machen. Ja, wo muss ich das da hochladen? Also gehen Sie jetzt bei N-Express? Ja, die Seite habe ich auch, Ja, die haben Sie auch. Okay, Moment. Und gehen Sie jetzt bei mein Profil? Ah ja, da mein Profil, genau. Habe ich auf, ja. Und jetzt steht Dokumenten. Sehen Sie? Ach ja, genau, da hinten, ja. Ja, hier. Und Dateien hier ziehen. Und ablegen, also. Ah ja, hier Datei hochladen. Ja, hier können Sie Ihre Ausweis und die Rechnung hochladen. Ja, warten Sie. Dann muss ich mal schnell erstmal ein Foto machen. Okay. Machen Sie das in Ruhe? Mhm. Ich bin in der Leitung. Alles klar. Herr Steiner, falls Sie Hilfe brauchen, geben Sie mir Bescheid. Mache ich. Also ich habe jetzt ein Foto gemacht, jetzt muss ich das erstmal auf den Computer ziehen. Okay. Oh. Und jetzt kann ich das... Ups, jetzt habe ich das Fenster zu, warten Sie. So, dann kann ich das bei Ihnen hochladen. Aber jetzt sagt er mir falsches Dateiformat. Bitte? Jetzt sagt er mir falsches Dateiformat. Falsches Dateiformat. Falsches Dateiformat? Moment. Also klicken Sie bei Dateien durchsuchen dort erstmal. Ja. Klicken Sie dort. Ja, und dann habe ich mir das Bild auf den Desktop gezogen. Und wenn, ja? Wenn ich das anklicke, dann drücke ich ja auf Öffnen und dann lädt er das ja hoch. Und dann kommt falsches Dateiformat unter dem kleinen blauen Kasten bei Ihnen auf der Seite. Wie kann das sein? Moment. Ich guck mal, ob ich das vielleicht irgendwie noch in irgendein anderes Format ändern muss. Okay. Weil es gibt ja so verschiedene Endungen, wissen Sie? Da ist bestimmt dann, dass Sie irgendwas anderes brauchen. Also ein Foto von Ihrem Ausweis, die Vorderseite und die Rückseite und eine Rechnung von den drei letzten Monaten. Ach ja, jetzt habe ich erstmal den Ausweis, warten Sie. Okay. Ich mache erstmal schnell fertig. Jetzt hat er was hochgeladen. Ja? So, jetzt muss ich hier was auswählen, glaube ich. Hier steht... Sie müssen was steht? Jetzt steht hier Führerschein Vorderseite, Führerschein Rückseite, dann ID-Karte, irgendwas. Was soll ich denn da anschauen? Also, Sie müssen auswählen, oder Ausweis oder Führerschein. Jetzt, Sie haben den Ausweis gesendet, jetzt wählen Sie Ausweis. Na, weil Ausweis steht hier nicht. Hier steht nur Führerschein oder ID-Karte oder andere. ID-Karte. Ach so, das soll ich ja nehmen. ID-Karte, ja. So, und dann lade ich noch das andere Bild auch noch hoch, ja? Ja. So, und dann nehme ich noch die Rechnung, ja? Ja. So, warten Sie, da muss ich da auch nochmal schnell ein Foto machen, die habe ich vergessen. Brauchen Sie da auch die Rückseite von der Rechnung? Nein, nur die Vorderseite von der Rechnung. Kann sein, eine Rechnung von Lieferung, Strom oder Wasser oder Internet,
Telefon, nur wo Ihre Adresse steht. Bitte ja. Bitte alle vier Ecken. Ja, warten Sie, dann muss ich da mal schnell mal gucken. Machen Sie das, nehmen Sie sich Zeit, keine Sorgen. So, dann habe ich da jetzt auch ein Foto von gemacht und dann muss ich das jetzt auch hochladen, ne? Genau, dann lade ich das schnell mal hoch. Herr Steiner, ja? Und Sie müssen auch aufpassen, dass die Fotos nicht verschwommen sein. Wenn sie verschwommen sind, dann hochladen Sie mich nicht. Ja. Es muss alles sichtbar sein. Okay. Okay. So, dann lade ich jetzt auch die Rechnung hoch, ja? So, und jetzt drücke ich auf Senden, ja? Hallo? Ja, ja, ich bin hier. Ja, jetzt drücke ich auf Senden. Okay. Mhm. So, alle Dokumente wurden erfolgreich hochgeladen, steht jetzt hier. Alle Dokumente wurden erfolgreich hochgeladen. Super. Ja. Okay, jetzt geben Sie mir die 6-stellige Nummer. Von der Visakarte jetzt? Ja, von der Visakarte. Ja. Das ist dann die, das ist die 43708017888960580. Herr Steiner, 4378? Die 4378, dann die 01788 ja. 3 Achten. Ah, 3 Achten. Ja, genau. 7 8 8 8 9. Genau, und dann die 60580. 60580. Ja, ich wiederhole. Genau. 43 ja. 78 ja. 01 ja. 78 ja. 8 8 9 ja. 60580. Ja? Ja, genau, die ist so richtig. Okay, Gültigkeit. Das steht auf der anderen Seite. Da steht bei mir November 2024. November 2024. Okay. Und CVV-Nummer von der Rückseite? Das ist die 463. 463? Ja, genau. Okay, jetzt versuche ich von meiner Seite. Mhm, okay. Moment. Ich kann auch mal in den E-Mails gucken. Jetzt habe ich auch von MoonPay nochmal so einen Code bekommen. Mittlerweile. Aber das wird wieder abgelaufen. Deswegen, ach so. Denn es braucht eine Minute. Deswegen versuchen wir jetzt von unserer Seite. Okay. Sie haben den Code jetzt bekommen, aber wenn dort gehen, dann wieder abgelaufen. Das ist aber auch schwierig bei Ihnen. Herr Steiner? Ja? Können Sie mir bitte nur die Adresse nochmal buchstabieren? Sie meinen meine Anschrift? Ihre Adresse, Wohnadresse. Die Wohnadresse, ja. Das ist die Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße? Ja, und dann die 77. Ja, Moment. Postleitzahl? Die Postleitzahl ist die 12055. 12055. Ja, genau. Okay. Die Stadt? Das ist Berlin. Berlin, okay. Mhm. Herr Steiner, gehört die ja. Kreditkarte Ihnen, ja? Gehört mir, ja. Okay. Hat das jetzt geklappt mit der Einzahlung? Hallo? Ja, ich bin hier. Herr Steiner, ich bin hier. Hat das jetzt geklappt? Ich warte von der Finanzabteilung die Antwort. Ach so, okay. Wie lange gibt es eigentlich Ihre Firma schon?
seit 5 Jahren her. Ah, okay. Ja gut, das ist ja dann schon eine Hausnummer. Herr Steiner, ja, die Dokumente, die Sie hochgeladen haben, ich habe, aber es ist kein Dokument dort, alles blau, und das sieht man nur hier. Ich weiß nicht, wie es passiert, aber... Wie meinen Sie? Moment, ich überprüfe nochmal. Muss ich das nochmal hochladen? Ja. Ja, Sie müssen erstmal nochmal hochladen, also wie ich gesagt. Na, den Personalausweis vorne und hinten habe ich geschickt und eine Rechnung. Ja, aber es muss nicht verschwommen sein, also sichtbar sein, wenn Sie die Foto machen. Bei mir ist das hier sichtbar. Okay, Moment. Moment. Herr Steiner? Ja? Ich verbinde Sie ganz kurz mit meinen Kollegen von Finanzabteilung, okay? Alles klar. So, da die nächste Tante mit mir nicht zurechtkommt, werde ich also wieder an den nächsten weitergereicht, den man auch schon im Hintergrund gehört hat. Und da geht's dann auch bald ein kleines bisschen mehr zur Sache. Ich grüße ihn. Bis dann. Mhm. Hallo? Ja, hallo. Hi, hallo, guten Tag. Nico Schütz am Apparat. Scheint, Sie haben etwas Problem mit den Unterlagen, wenn ich das sehe hier. Na, ich hatte die jetzt hochgeladen, aber die Kollegin sagte, da hat irgendwas nicht geklappt. Also, ich sehe hier, den Personalausweis ist ganz verschwommen und sehe man das nicht. Und, warten Sie kurz, die Rechnung ist auch genau gleiches. Und Personalausweis von Rückseite ist auch genau gleiches. Das heißt, müssen Sie dann nochmal nach die Unterlagen hochladen. Ja. Und können Sie das alles hochladen, nicht zu sehr verschwommen zu sein, sondern richtig zu ansehen? Na, wenn ich die Bilder aufmache, dann sieht man das richtig. Aber naja, wenn ich sehe das auf meine Seite, kann das nicht alles nachanschauen. Vielleicht hat irgendwas beim Hochladen nicht funktioniert. Versuchen Sie es nochmal nach, bitte. Wollen Sie, dann lade ich das nochmal hoch. Ja? So. Dann gehe ich auf Datei durchsuchen. Mhm. So, dann habe ich jetzt die Rechnung. Und dann laden wir den Personalausweis hoch. Ja. So, und dann noch die Rückseite. So, und dann gehe ich wieder auf Senden hier, ne? Genau. So. Ah ja, genau. Dann habe ich die Dokumente wieder hochgeladen. Jetzt überprüfe ich das. Mhm. Hat das dann mit der Abbuchung schon in der Zwischenzeit funktioniert? Das ist immer das Gleiche. Das hier ist wieder das Gleiche mit dem Ausweis. Wie meinen Sie? Ist das alles wieder verschwommen? Verstehe ich nicht. Bei Ihnen ist das aber auch ganz schön kompliziert. Also, haben Sie, das ist eine Festnetznummer, oder? Ja, genau. Hm? Haben Sie eine Handynummer? Ja, aber die gebe ich jetzt so nicht weiter. Also, das, oder machen wir Folgendes? Können Sie mir das alles über Mail schicken? Na, da hatte ich ja schon mit Ihrer Kollegin drüber gesprochen. Das mache ich ungern. Also, per E-Mail lieber nicht. Also, auf der Website hochladen ist okay. Oder ansonsten könnte ich noch anbieten über Postident. Ja? Wegen das, zeigt das alles, ist verschwommen hier, Ihre Unterlagen. Weiß ich nicht. Ja. Oder, es geht das für Ihnen. Kann ich Ihnen dann auch einen Link zukommen lassen? Ja. Und versuchen Sie es einfach dort alles einzuzahlen. Ich kann Ihnen noch eine E-Wallet-Adresse senden. Und Sie können das selber auf Ihrer Seite machen. Und können Sie mir danach einen Screenshot bei der Seite hochladen. Geht das auch natürlich. Und das kann man auch machen, ja? Also, schreiben Sie, haben Sie, öffnen Sie einen neuen Tab von Google? Ja.
schreiben Sie www. Ja. M wie Martha. Ja. Doppel O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Ja. Paul wie Paula. Ja. A wie Anto. Ja. Y. Mhm. .com. Moonpay.com. So, jetzt habe ich hier so eine helle Webseite mit so hellen Farben. Genau, das ist die Moonpay. Okay. Okay, geben Sie den Betrag ein. Wenn Sie haben schon mal mit Ihrer Visa-Karte eingezahlt, schon mal. Geben Sie den Betrag ein unten, wo steht? Wo steht 300 Dollar ist das, glaube ich, dort? Ne, bei mir steht Euro. Okay, dann müssen Sie den Betrag eingeben. Mit wie viel möchten Sie den Anfang machen? Wenn ich sehe, dass hier, Sie haben schon mal versucht mit 2000 Euro. Ja, genau. Okay, schreiben Sie 2000 Euro drauf. Ja, habe ich. Okay, und jetzt fortfahren. Okay, ja. Okay, was sehen Sie jetzt vor? Jetzt steht hier Wallet-Adresse eingeben. E-Wallet-Adresse eingeben. Kann ich Ihnen denn ganz kurz jetzt eine E-Wallet-Adresse senden über Mail? Mhm, okay. Ganz kurz noch. So, schreibe ich Ihnen dann die E-Wallet-Adresse ein. Aber Sie haben schon mal mit Ihrer Karte etwas online eingezahlt, oder? Nee, mit der Visa-Karte, die habe ich noch gar nicht benutzt. Ich benutze meistens die Dongshuang-Karte. Welche Bank ist das? Die Dongshuang-Karte meinen Sie, oder was? Ja, genau. Das ist eine chinesische Bank. Also, das ist eine chinesische Bank. Mhm. Aber die Visa-Karte haben Sie nicht benutzt online, oder? Nee, die habe ich bis jetzt noch nie benutzt. Das haben Sie noch nicht benutzt, okay. Mhm. Aber Sie können noch eine ganz normale Überweisung machen, oder? Ja, das kann ich auch. Können Sie auch. Okay, dann bei der Mumpay-Seite gibt es doch eine ganz normale Überweisung zu machen. Müssen Sie dann nicht auswählen die Kreditkarte, dann müssen Sie dann nur einfach eine SEPA-Überweisung tätigen, ja? Okay. So, E-Mail-Adresse. Jetzt bekommen Sie dann einfach weiter die E-Wallet-Adresse. Schreibe ich Ihnen dann die E-Wallet-Adresse. So, aber prüfen Sie Ihren Posteingang. Haben Sie schon mal etwas bekommen? Ja, die Kollegin hatte vorhin schon so viel geschickt. Ja? Das, okay. Aber wie gesagt, das dauert bei mir immer so ein bisschen mit der E-Mail. Das ist nicht so schnell. Okay. Ist ja alles schon so ein bisschen älter. Okay. Haben Sie schon mal früher mit gehandelt? Nee, noch gar nicht. Nur Anfang? Okay. So, haben Sie die E-Mail bekommen? Ich drücke nochmal auf Aktualisieren. Nee, ist noch nicht da. Aber wie gesagt, das dauert hier immer so ein bisschen. Die Kollegin, die hat vorhin auch schon ganz viel gewartet. Aber nach ein paar Minuten ist das dann immer da. Okay. Aber prüfen Sie das in der Zwischenzeit beim Posteingang oder Spam? Oder haben Sie schon mal eine Mail bekommen von uns? Ja, ich habe von Ihnen schon eine Mail bekommen. Okay. Ah, jetzt genau. Jetzt habe ich hier Account Manager und da steht E-Wallet. Adresse, genau. Da unten gibt es so eine E-Wallet-Adresse mit, die fängt an mit 3 und M-Kurs, ne? Das müssen Sie kopieren und bei E-Wallet-Adresse eingeben bei Mumpel. Okay, dann mache ich die hier rein, so dann auf Fortfahren und dann sagt er mir, meine E-Mail-Adresse soll ich eingeben. Genau, geben Sie dann die E-Mail-Adresse ein. Genau, so, dann steht jetzt hier, dass ich so eine Nummer zugeschickt bekomme. Genau, überprüfen Sie jetzt den Posteingang wieder von Ihrer E-Mail-Adresse. Ja, dauert wieder einen kleinen Moment. Ja. Sagen Sie mir Bescheid, denn Sie haben das Mail bekommen. So, dann habe ich jetzt hier so eine Nummer bekommen. Genau, mussten Sie die Nummer eingeben? Ja, das ist, ich glaube, sechs Nummern, ne? Genau. Haben Sie das eingegeben? Ja, habe ich eingegeben.
Okay, was sehen Sie jetzt vor? Jetzt steht hier, ich soll bei Betrügern kein Geld einzahlen. Habe ich euch ja im Verlauf bereits schon erklärt, es steht da tatsächlich wirklich. Warum denn? Wieso denken Sie denn bei Betrug? Oder Sie verarschen nur die, unsere Kollegen? Ich habe mich das schon mal gemerkt. Sie verarschen ja eher Ihre Leute, die Sie anrufen. Sie betrügen Nein, Leute um ihr Geld. Sie können einfach von unseren Mitarbeitern die Zeit verlieren. Das habe ich mich sofort gemerkt. Genau, und deswegen verplempert er selber schon mit mir. Ich keine Ahnung, wie viele Minuten, aber 20, 30 Minuten bestimmt schon. Also hat er natürlich selbst gemerkt. Ist klar. Über 60 Minuten Zeit habe ich von Ihnen verplempert. Okay, das ist kein Problem für mich. Ja, ich habe das sofort jetzt gemerkt, wenn ich bin wieder drinne gekommen ist, ne? Und das weiß ich schon, ne? Genau, deswegen haben Sie auch über eine Stunde mit mir Zeit verplempert, weil Sie so schlau sind. Ich nicht. Vielleicht meine Kollegen. Ich habe das sofort gemerkt. Genau. Sie können nur einfach unsere Mitarbeiter forschen, aber mich nicht. Ja, aber wir werden uns bestimmt die nächsten Tage noch öfters hören. Ich glaube nicht. Was meinen Sie, wie viele Telefonnummern ich habe und wie oft Sie mich schon angerufen haben? Sie können das gerne machen mit einer ganz anderen Plattform, ne? Ja, aber mit uns nicht mehr, wegen ich kenne Ihre Stimme schon. Ja, komisch, dass Sie uns schon oder mich schon mehrfach angerufen haben und wir schon mehrfach über eine Stunde telefoniert haben. Vielleicht jemand von anderen Unternehmen und Sie können... Nein, es war Ihre Webseite. Verarschen, ja? Alles klar, dann ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag noch und bleiben Sie gesund. Ja, wünsche ich Ihnen nicht. So viel kann ich verraten, es war nicht das letzte Gespräch mit dieser Firma. Meine Telefonnummer wurde natürlich tatsächlich nach dem Gespräch im System blockiert, aber mit ein paar kleinen Tricks kommt man da wieder rein. Ich meine, so Telefonnummern sind ja heutzutage auch nicht mehr teuer und man kann Telefonnummern gleich stapelweise bestellen bei solchen Anbietern für Voice-over-IP. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Passt auf jeden Fall auf euch auf, dass ihr auch nicht auf solche Betrüger reinfallt, gerade was das mit diesem neuen E-Wallet-Betrug angeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Ach ja, bevor ich es vergesse, die komplette Fassung von dem Video war 1 Stunde und 16 Minuten, wovon ich ungefähr 25 Minuten keine Sprechzeit rausgeschnitten habe, weil einfach nicht gesprochen wurde, aber ich die Zeit der Betrüger verplempert habe. Lasst gerne noch ein Abo da und wir hören uns im nächsten Video. Bye, bye.